Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf dem Optionsstrategien TV-Kanal. Hier geht es um Optionshandel und heute machen wir mal wieder eine Lesestunde. Ich habe euch ein tolles Buch mitgebracht, von dem ich sehr, sehr begeistert bin, was ich jetzt gerade lese und was unter anderem auch gerade Bill Gates empfiehlt. Und welches Buch das ist, darum geht es jetzt im aktuellen Video. Also dieses Buch, wenn man es am Anfang so sieht und wenn man es am Anfang durchblättert, könnte man denken, es ist ein Kinderbuch. Aber es ist alles andere als ein Kinderbuch und man kann es auch sehr, sehr gut nehmen für das Trading, obwohl es mit Trading überhaupt nichts zu tun hat. Und um jetzt erstmal zu sagen, um welches Buch es geht, also das Buch wurde geschrieben von Randall Munro und heißt Der Dingeerklärer. Komplizierte Sachen in einfachen Worten. So, und so schaut das Ganze aus. Ich mache euch wie immer einen Link für dieses Buch hier unter das Video. Und das Buch ist wirklich sehr, sehr witzig und auch sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, Bill Gates hat es jetzt, der wurde jetzt in einem Interview gefragt, was seine Top-Bücher aktuell sind, die er empfehlen würde. Und da war unter anderem dieses Buch dabei. Der Autor Randall Munro ist ein ehemaliger NASA-Roboter-Experte. Der hat sich dann vor einigen Jahren selbstständig gemacht, schreibt jetzt Bücher über verschiedene Sachen. Und dieses Buch ist geschrieben worden mit der Zielsetzung, dass man komplizierte Dinge einfach erklärt. So heißt er auch, der Dingeerklärer, komplizierte Sachen in einfachen Worten. Und dass man dazu nur die 1000 gebräuchlichsten Wörter nimmt, die es im Englischen gibt. Wer von euch schon mal in Amerika war, der weiß ja, dass die Amerikaner einen wesentlich einfacheren Wortschatz nutzen als beispielsweise die Menschen in Großbritannien. Also wer, ich zum Beispiel habe mein Englisch in Amerika gelernt. Ich spreche dieses klassische amerikanische Englisch, also mit wenigen Wörtern. Wer jetzt zum Beispiel Oxford-Englisch sprechen kann, der kann viel, viel mehr Wörter. Das klingt natürlich viel feiner, aber man kommt auch mit den einfachen Dingen sehr gut durch. So, und hier erklärt eben der Autor in diesem Buch wirklich lustige Sachen mit ganz, ganz einfachen Dingen. Also, ich suche mal heute ein Beispiel. Mal gucken ganz schnell, was mal hier gut reinpassen würde. Und zwar, was nehmen wir mal hier? Das passt ja ganz gut. Nämlich, er erklärt hier, was ist ein Faltcomputer. Und ein Faltcomputer ist natürlich ein Laptop. Und er erklärt, ich zeige euch das mal hier. Und deswegen, wer Kinder hat, der kennt das vielleicht. Ne? Das sieht aus wie so ein Wimmelbuch, was es allerdings nicht ist. Und erklärt eben hier wirklich tolle Sachen. Erklärt einfache Sachen. Also zum Beispiel eben ein Energieloch. Hier verbinden Sie Ihren Computer mit der Wand, damit die Energiebox nicht leer wird. Also das heißt, das ist die da, wo das Kabel rankommt. Und was ist jetzt das Schöne an dem Buch und warum empfehle ich es euch auch unbedingt zu kaufen und zu lesen? Ich würde es übrigens, ich weiß gar nicht, ob es das auch als E-Book gibt, aber ich glaube, das ist so ein Buch, was man mal als Hardcover wieder kaufen muss. Ich bin ja sonst ein sehr, sehr großer Fan von E-Books, aber das, glaube ich, muss man einfach hier so haben. So, und warum ist dieses Buch aus meiner Sicht heraus so besonders? Zum einen, es ist wirklich unterhaltsam. Es sind halt Dinge, die man einfach mal so lesen kann, wo man ein bisschen schmunzeln muss, Sachen, die man eigentlich kennt. Aber wo man, wenn man ehrlich ist, auch manchmal überlegt, naja, man sagt so bestimmte Dinge, man sagt Prozessor oder bei einer Rakete, eine Rakete wird erklärt oder ein Auto wird erklärt. Das heißt, da gibt es viele, viele Dinge, die für uns ganz normal sind. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wer von uns kann denn schon erklären, was ein Vergaser ist? Oder wer kann erklären, was ein Prozessor ist? Oder wer kann, ich schlage mal hier irgendwas auf, hier wird zum Beispiel die Raumstation erklärt und da steht dann hier Tor für Weltraumboote. Und also das sind tolle Sachen, die erklärt sind. So, und was mir aufgefallen ist, als ich mir dieses Buch gekauft habe, war, dass man ja im Trading das auch manchmal so macht, ne? Dass man Dinge wahnsinnig kompliziert beschreibt und dass deswegen manchmal
dass das, was man beschreiben will, gar nicht so richtig klar wird. Ich kenne das auch aus unserer Coaching-Praxis. Wir sagen manchmal, Praxis, ne? Amerikanisches Englisch, wir sagen manchmal Dinge, die für uns vollkommen normal sind, wo wir dann aber merken, aha, für unsere Kunden ist das gar nicht so normal. Und ich schaue mir ja auch wahnsinnig viele Trading-Pläne an von Coaching-Kunden, von Besuchern hier im Büro. Und oftmals lese ich dann diese Coaching-Pläne oder diese Trading-Pläne besser gesagt. Und die sind teilweise wahnsinnig kompliziert geschrieben. Das heißt, sehr, sehr kompliziert auch geschrieben, dass man eben, wo man jetzt einfach, ich mache mal eine ganz einfache Sache, wenn man sagen würde, okay, wenn der eine gleitende Durchschnitt den anderen schneidet, geht man long. So, das wäre relativ simpel. Das beschreiben aber viele Händler wahnsinnig kompliziert. Und deswegen, man muss das jetzt nicht in anderen Worten schreiben. Also man muss jetzt nicht sagen, statt Moving Average muss man jetzt nicht sagen, der Punkt, der entsteht, wenn man die letzten 10 Schlusskurse nimmt, diese dann zusammenaddiert und dann dividiert. Also das muss man jetzt nicht machen. Man kann schon schreiben Moving Average. Aber wir sollten alle immer mal wieder versuchen, dass wir unsere Tradingpläne, dass wir unsere Strategien sehr, sehr einfach erklären könnten. Und da ist so ein Buch, finde ich, eine ganz gute Anregung. Es trainiert uns ein wenig, das auch mal wieder zu machen. Und warum sollte man jetzt ein System möglichst einfach beschreiben können? Es gibt ja heutzutage wahnsinnig komplizierte Handelssysteme auf der Welt. Also alles, was mit High Frequency zu tun hat, das sind hochkomplizierte Algorithmen, die ja auch sehr erfolgreich am Markt sind. Aber wir können das ja nicht nutzen. Also jeder, der sagt, er kann als privater High Frequency nutzen, irgendwo einen Surfer mieten, alles Blödsinn. Das sind hochkomplizierte Dinge, wo die Firmen, die das betreiben, Millionen und Abermillionen investieren, um damit erfolgreich zu sein. Und wenn wir jetzt aber hergehen und sagen, okay, wenn wir das nicht nutzen können, dann müssen wir das andere machen. Wir müssen KISS-Dinge machen. Also keep it, weiß nicht, was das dritte S heißt. Ich sage immer stupid, simple. Und manche sagen short and simple. Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. KISS-Prinzip bedeutet, mach es möglichst einfach. Und die meisten privaten Händler haben keinen Erfolg, wenn sie wahnsinnig komplizierte Strategien fahren. Das heißt also, wenn du eine Grundstrategie hast und dann hast du aber noch, naja, in der Situation mache ich jenes und in der Situation mache ich jenes und dann gibt es diese Ausnahme und dann gibt es jene Ausnahme und dann gibt es diese Ausnahme. Das überfordert uns in der Regel und führt zu keinen guten Trading-Ergebnissen. Gute Trading-Ergebnisse, vollkommen egal, ob wir jetzt hier Optionen handeln oder ob wir Aktien handeln oder Futures oder Forex oder CFD oder weiß der Teufel was, muss immer simpel gemacht sein. Warum? Weil wir Menschen auch simpel sind. Wir sind nicht kompliziert, jedenfalls die meisten von uns können nicht so kompliziert denken. Und ich habe so ein bisschen festgestellt, alle, die es wahnsinnig kompliziert machen, können zwar dann die Dinge gut erklären, haben aber wenig Erfolg im Trading. Und die, die ihre Sachen einfach erklären können, die sind dann meist auch sehr, sehr erfolgreich im Trading. Und die besten Strategien, die ich so kennengelernt habe, oder sagen wir mal so, nicht die besten Strategien, aber die erfolgreichsten Strategien, die Händler umgesetzt haben, die konnten mir das immer sehr, sehr simpel erklären. Also wenn jetzt beispielsweise einer sagt, er handelt Short-Strangle-Systeme, dann kannst du das wahnsinnig kompliziert erklären mit ganz vielen Ausnahmen. Oder jemand sagt, also ich verkaufe immer einen Call, ich verkaufe immer einen Put gleichzeitig in einem liquiden Markt, wenn die Volatilität ein bestimmtes Niveau erreicht und wenn sich der Preis dieser Option um so und so viel Prozent verteuert hat oder wenn sich das Delta verändert hat, dann adjustiere ich diese Option, indem ich sie in einen neuen Verfallsmonat rolle. So, und dann ist das ein relativ simples System, was jeder sofort begreift. Du kannst das natürlich aber auch wahnsinnig kompliziert machen. Also, und je komplizierter du das machst, umso geringer sind meiner Meinung nach die Chancen auf Erfolg. Viele Coaches, viele Trainer neigen dazu, Dinge kompliziert darzustellen, um ihren eigenen Guru-Status so ein bisschen hochzuhalten, ne? Sodass man denkt, oh, guck mal, was der Kompliziertes macht. Aber letztendlich geht es doch um Ergebnisse. Wir wollen doch alle Geld verdienen. Und deswegen müssen wir die Dinge simpel machen, wir müssen sie herunterbrechen. Und manchmal bekommt man,
wenn man etwas anders macht, also wenn man etwas außerhalb seines eigenen Bereiches liest oder sich näher damit beschäftigt, bekommt man wieder selber gute Ideen für sein eigenes Business. In unserem Fall ist das nun mal Trading. Und wenn ihr also im Trading besser werden wollt, dann könnt ihr, das ist jetzt keine Garantie, aber ihr könnt natürlich einfach mal versuchen, nehmt euch mal euren Tradingplan her, schaut euch eure Strategien an und schaut mal, ob das jemand, der Einsteiger wäre, ob der das verstehen würde. Und wenn ihr dann feststellt, naja, ich glaube, an der Stelle hätte er Probleme, an der und an der, dann versucht doch mal, wie ihr diese komplizierten Punkte in eurer Tradingstrategie oder in eurem Tradingplan, wie ihr die vereinfachen könntet. Ob ihr vielleicht auch gewisse Ausnahmen einfach streicht, weil er sagt, naja, wie oft trifft denn das zu? Und dann streicht das lieber, auch auf die Gefahr, vielleicht mal eine gute Gelegenheit zu verpassen. Aber je einfacher ihr das habt, umso besser könnt ihr dem Ganzen folgen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht daraus ein ganz, ganz tolles Buch, um zu lernen, um unseren Kopf zu trainieren und um wieder voranzukommen. Und deswegen zeige ich es nochmal. Randall Munroe, der Dingeerklärer, komplizierte Sachen in einfachen Worten. So, Link kommt wieder unter das Video. Und vielleicht kennst du einen oder andere auch schon, dann schreibt mir mal eure Erfahrung zu dem Buch herein. Hat es euch gefallen? Fandet ihr es nicht so gut? Warum fandet ihr es gut? Warum fandet ihr es nicht so gut? Was habt ihr aus dem Buch lernen können? Und oder sagt ihr, nein, ich brauche sowas nicht? Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.